Ich glaube, das größte Problem der politischen Entscheidungsträger ist, in diesem Zielkonflikt zwischen Gesundheitskosten und wirtschaftlichen Kosten die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und momentan agiert die Politik in einer Informationssituation, in der sie vieles nicht weiß, was sie wissen sollte, um die richtigen Abwägungen zu treffen. Ja, derzeit ist es so, dass die wichtigste Entscheidungsbasis ist die Anzahl der täglichen Neuansteckungen und das ist eine sehr unvollkommene Entscheidungsbasis. Die vordringlichste Aufgabe, und das wird bis jetzt sträflich vernachlässigt, ist es, eine Zufallsstichprobe zu erheben, die also die ganze Schweiz erfasst, die auch die einzelnen Regionen für die einzelnen Regionen repräsentativ ist. Und dann kann ich messen, wer infiziert ist und wer nicht infiziert ist in dieser Zufallsstichprobe. Und ich kann auch messen, wer bereits immun ist. Das heißt, wir müssen auch Tests auf Antikörper machen. Das heißt, ich messe alle drei wichtigen Größen. Wie viel Prozent der Bevölkerung sind immun? Wie viel sind wirklich infiziert und wie viel sind nicht infiziert? Also meines Erachtens würde bereits eine Stichprobe von 5.000 Leuten ausreichen für die Schweiz. Man könnte es dann ein bisschen höher machen, wenn die Testkapazitäten höher sind. Wenn man diese 5.000 Leute wöchentlich testet oder fünftäglich, wie auch immer, dann bekommt man einen schönen Zeitverlauf. Und das ist ja nicht wahnsinnig viel, interessanterweise, nicht? Ich meine, man redet jetzt schon davon, dass es Kapazitäten gibt von bis zu 7.000 Tests pro Tag. Und die Kapazitäten können weiter hochgefahren werden, wenn man die Hochumsatzplattformen berücksichtigt, die sozusagen von denen Roche spricht und die meisten Labors dieser Welt haben. Ja, wenn man solche Daten hat, dann kann man die Kosten, die verschiedene Maßnahmen haben, viel eher abschätzen. Ja? Also zum Beispiel macht es ja wenig Sinn, Leute, die immun sind und die nicht mehr ansteckend sind, nicht sozusagen wieder zum Arbeitsplatz zurückzulassen. Was man noch sagen könnte, ist, ich kann regional spezifischere Maßnahmen vielleicht treffen. Ja? Vielleicht ist die, wir wissen das ja alles nicht, vielleicht ist die Krise, die in manchen Regionen der Schweiz ganz viel weniger stark wie in anderen Regionen. Vielleicht ist der Kanton Tessin jetzt, der momentan am schwersten betroffen ist, dann auch der erste Kanton, wo die Immunitätsraten am höchsten sind. Und der kann dann am frühesten wieder sozusagen die Maßnahmen lockern. All diese Dinge wissen wir nicht, wenn wir die notwendigen Informationen nicht haben. Also es ist auch eine Frage einfach der vernünftigen Politik, dass wir hier auch langfristig an Maßnahmen denkt, wie wir wieder rauskommen aus der Krise. Das mittelfristige Problem, das jetzt auftaucht, nicht nach, wenn die Wirtschaft sozusagen stillsteht für einen Monat oder für 2 Monate, das sind die enormen wirtschaftlichen Kosten und die schlagen dann immer stärker zu Buche. Und die Einschränkungen, die erfolgen, die werden ja akzeptiert. Die Menschen folgen diesen Einschränkungen. Die meisten halten sich daran. Aber ich weiß nicht, wie das ist, wenn wir sozusagen eine Situation haben, wo das noch 3 Monate andauert und die Leute auch dann bereits die ökonomischen Folgen zu spüren bekommen. Was hier am Horizont droht, ist eine Krise, die Ausmaße annimmt, eine wirtschaftliche Krise, die Ausmaße annimmt, die größer sind als die Krise in 2008. Und möglicherweise sogar größer als die Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren. Ich meine, nur um die Dimensionen klar zu machen, das Volkseinkommen, es besteht hier die Möglichkeit, dass das Volkseinkommen um 5, 10, 15% sinkt. Das sind riesige Ausmaße. Und um sozusagen diese wirtschaftlichen Kosten langfristig auch zu senken, brauchen wir einen Weg zurück in die Normalität und dazu brauchen wir Daten, objektive Daten über die wahre Immunitätsrate, über die wahre Infektionsrate, und die Rate der noch nicht Infizierten, ja.